Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns mit der Herleitung des Cosinussatzes gemeinsam beschäftigen werden. Der Cosinussatz ist neben dem Sinussatz ein ganz wichtiger Satz für Berechnungen im allgemeinen Dreieck. Du wirst sehen, dass der Cosinussatz neben dem Sinussatz ein ganz wichtiges Instrument ist, um Winkel und auch Seitenlängen im allgemeinen Dreieck bestimmen zu können. In diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam den Cosinussatz in einem ersten Schritt herleiten. Dazu habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist wiederum, dass du das Aussehen und die Charakteristik eines allgemeinen Dreiecks kannst bzw. auch verstehst, worum es in einem allgemeinen Dreieck auch geht. Dabei wichtig ist natürlich auch die Eckpunkte oder auch die Winkel und die Seitenlängen, dass du die richtig auch einzeichnen kannst und auch beschriften kannst. Das heißt, das Aussehen und diese Eigenschaften von einem allgemeinen Dreieck bezüglich Eckpunkte, Winkel und Seitenlängen, die sind ganz wichtig. Des Weiteren ist auch essentiell, dass du dir den pythagoreischen Lehrsatz noch einmal verinnerlichst, der zwar im rechtwinkligen Dreieck gilt, aber hier in einem gewissen Maße auch vorkommt. Und natürlich ist auch wichtig, die binomischen Formeln. Die binomischen Formeln, diese drei binomischen Formeln, die sollst du unbedingt können, denn wir werden sehen, dass wir diese zur Herleitung des Cosinussatzes auch verwenden und anwenden müssen. Das heißt, der pythagoreische Lehrsatz im rechtwinkligen Dreieck sowie die binomischen Formeln sind hier ganz wichtig für die Herleitung des Cosinussatzes. Und ganz wichtig ist auch noch zum Schluss, dass du dir im rechtwinkligen Dreieck nochmals anschaust bzw. auch verinnerlichst, wie der Sinus und wie der Cosinus dort definiert sind, mit Hilfe der Gegenkathete, der Ankathete und auch der Hypotenuse. Wenn du hier noch unsicher bist, dann schau in den letzten Videos zum rechtwinkligen Dreieck nach, wie dort der Sinus und auch der Cosinus definiert sind. Welche Ziele verfolgen wir in diesem Video gemeinsam? Grundsätzlich habe ich mit dir zwei Ziele vor, denn das erste Ziel wäre, dass du im Cosinussatz grundsätzlich diese auftretenden Größen auch zuordnen kannst. Das heißt, dass du weißt, wie diese Größen in dem Cosinussatz zusammenhängen und warum dann in einem gewissen Fall es auch sinnvoll ist, den Cosinussatz anzuwenden. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass du auch Bescheid weißt, in welchen Fällen eben auch der Cosinussatz dann verwendet werden kann und wann beispielsweise in einem gewissen Beispiel auch der Sinussatz vielleicht zielführender wäre. Also alles in allem sollte das Video eben auch den Cosinussatz ein bisschen vereinfachen, beziehungsweise dass du auch Bescheid weißt, wann der Cosinussatz in welchem Fall auch verwendet werden kann, beziehungsweise welche Größen im Cosinussatz auch miteinander in Beziehung gesetzt werden. Gut, schauen wir uns jetzt die Berechnung im allgemeinen Dreieck an. Wir kennen hier schon grundsätzlich unsere Aufgabe und unsere Ausgangslage. Denn gegeben ist ein allgemeines Dreieck ABC mit einigen Seitenlängen und einigen Winkelmaßen, die ich dir hier auch im kleinen Dreieck aufgezeichnet habe. Hier sind alle drei Seitenlängen und alle drei Winkelmaße eingezeichnet. Aber in einem typischen Beispiel ist es wiederum so, dass unsere Aufgabe darin besteht, dass aus gegebenen Seitenlängen und Winkelmaßen, das ist hier die Abkürzung, sollst du unbekannte Seitenlängen und Winkelmaße berechnen bzw. bestimmen. Dazu haben wir als eines der wichtigsten Instrumentarien Formeln. Formeln, mit denen jetzt aus gegebenen Bestimmungsstücken unbekannte Größen auch berechnet werden können. Und diese Hilfsformeln, die wir bis jetzt erarbeitet haben, sind unter anderem eben die Winkelsumme, dass die drei Winkel A, die hat Alpha plus Beta plus Gamma 180 Grad ergibt.
Die können wir beispielsweise genau dann verwenden, wenn zwei Winkel gegeben sind und wir sollen den dritten Winkel berechnen. Dann können wir mit Hilfe dieser Winkelsumme den dritten Winkel recht einfach und schnell auch berechnen. Der pythagoreische Leersatz, der gilt hier wiederum nicht. Der pythagoreische Leersatz gilt eben nur für rechtwinklige Dreiecke. Aber wir werden sehen, dass wir den pythagoreischen Leersatz jetzt brauchen werden, um den Kosinussatz herzuleiten. Und ein anderer wichtiger Satz, den wir in den vorhergehenden Videos gemeinsam erarbeitet haben, war eben der Sinussatz, dass die Verhältnisse von Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels gleich sind. Das heißt, a durch Sinus Alpha hat dieselbe Ergebnis als b durch Sinus Beta ist gleich auch c durch Sinus Gamma. Diese drei Verhältnisse sind gleich, wenn man immer weiß, okay, Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels von a in diesem Fall Alpha, von b Beta und von c Gamma. Und jetzt drittens gibt es natürlich noch etwas. Denn wir können mit Hilfe dieser beiden Formeln jetzt nicht immer alle Größen unmittelbar in speziellen Fällen ausrechnen. Deswegen formulieren wir uns einen dritten wichtigen Satz bzw. dritte wichtige Formel. Das wäre jetzt der Kosinussatz, wenn wir jetzt wiederum von unserem allgemeinen Dreieck auch ausgehen. Der Kosinussatz. Dazu bitte nimm dir dein Arbeitsblatt nun zur Seite und auch deinen Stift, denn wir versuchen jetzt nun das erste Beispiel auf dem Arbeitsblatt zum Thema Kosinussatz gemeinsam zu erarbeiten. Das wäre genau die Herleitung des Kosinussatzes. Das wäre genau dieses Beispiel hier. Und zwar haben wir hier ein allgemeines Dreieck in der Mitte abgebildet mit den Seitenlängen a, b und c und dem Winkel Gamma, der von a und b eben eingeschlossen wird. Und jetzt können wir, du siehst es bereits ganz oben in dieser Aufgabe, den Kosinussatz formulieren. Und zwar lautet der Kosinussatz c² ist gleich a² plus b² minus 2 mal a mal b mal Cosinus Gamma. Diese Formel scheint auf den ersten Blick ein wenig kompliziert zu sein und auch nicht so leicht zu merken. Das kann ich natürlich auch verstehen. Mit der Zeit wirst du ihn dir auch merken, mit Sicherheit, denn er folgt immer einem gewissen Schema, der Kosinussatz. Und zwar möchte ich gemeinsam mit dir diesen Kosinussatz herleiten bzw. eine Erklärung dafür finden. Und zwar, vielleicht wird es dann dir ein wenig ersichtlicher, warum diese Formel gilt. Wir schauen uns jetzt nun dieses Dreieck unten links an. Das ist dasselbe wie oben rechts auch. Jetzt schauen wir uns unten links dieses Dreieck an mit einer Hilfslinie, mit einer Höhe h, die hier eingezeichnet ist. Und jetzt haben wir, wenn wir diese h-Linie hier einzeichnen, können wir die Seite a aufteilen in zwei kleine Teile, in die Seite a minus x, das wäre diese Seite hier, diese Seite, und die andere Seite wäre x, das ist diese hier. Und jetzt haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck, denn die Höhe h steht normal auf die Seite a. Wenn wir jetzt mit Hilfe des pythagoreischen Leersatzes, und deswegen ist er hier auch wichtig, uns das untere Dreieck anschauen, dann erhalten wir hier, dass c die Hypotenuse ist und h und a minus x die beiden Katheten. Das heißt, ich kann hier mit Hilfe des pythagoreischen Leersatzes h² minus plus a minus x zum Quadrat hier einzeichnen beziehungsweise hinschreiben. Das wäre h² plus a minus x zum Quadrat, pythagoreische Leersatz. Okay, gut. Jetzt ist im nächsten Schritt, und deswegen auch ganz wichtig, dass du dir die binomischen Formeln nochmals genauer angeschaut hast, dass ich diese binomische Formel im zweiten Term ausrechne, ausmultipliziere. Dann erhalte ich folgenden Term h² plus a²
minus 2ax plus x². Das wäre jetzt genau die zweite binomische Formel, die durch a minus x² entsteht und das h² bleibt hier nochmals gleich. Okay, gut. Und jetzt möchte ich gerne dieses h ausdrücken durch etwas, was im oberen Dreieck gegeben ist. Im oberen Dreieck, das ist auch natürlich rechtwinklig, haben wir, dass h eine Kathete ist, dass x eine Kathete ist und dass b die Hypotenuse ist. Und dementsprechend können wir h oder h² durch b² minus x² ausdrücken, denn Hypotenuse Quadrat minus die zweite Kathete Quadrat ist die erste Kathete Quadrat. Und wenn man das hier hinschreibt, dann geht natürlich oder kürzt sich dieses minus x Quadrat und das plus x Quadrat weg und wir erhalten dann nur mehr a Quadrat plus b Quadrat minus 2ax. Dieses a Quadrat wird von oben übernommen und dieses minus 2ax auch und dieses h Quadrat, das wäre b² minus x². Denn hier oben haben wir auch ein rechtwinkliges Dreieck und damit können wir auch den pythagoreischen Lehrsatz hier anwenden. Und dann erhalten wir, dass das x² weg sich kürzt und dann haben wir a² plus b² minus 2ax. Und wenn ich jetzt nun im oberen Dreieck mir auch den Kosinus anschaue vom Winkel Gamma, dann kann ich mit Hilfe dieses Kosinuses auch etwas in dieser Formel ändern. Und zwar kommt dann Folgendes zustande, dass ja x und b genau die Ankathete und die Hypotenuse zum Winkel Gamma sind. Das heißt, Cosinus Gamma ist gleich b durch x und x durch b, Entschuldigung, x durch b. Und wenn ich dann mit b multipliziere, dann komme ich darauf, dass x gleich b mal Cosinus Gamma ist. Also habe ich genau diese Formel hier gefunden: a Quadrat plus b Quadrat minus 2ab mal Cosinus Gamma. Und der Satz heißt deswegen Kosinussatz, weil ich ja den Kosinus eines Winkels auch drinnen habe. Hier kommt kein Sinus vor, es kommt nur ein Kosinus vor. Und dieser Satz folgt einem allgemeinen Schema immer. Denn wenn ich jetzt beispielsweise oben, ganz rechts oben, einen Spezialfall, einen Sonderfall betrachte, mit Gamma ist 90 Grad. Wenn ich jetzt in einem rechtwinkligen Dreieck bin, dann weiß ich, okay, der Cosinus Gamma, Wert Cosinus von 90, ist 0. Cosinus Gamma ist 0 für Gamma gleich 90 Grad. Und damit bleibt eigentlich nur übrig, dann kürzt sich dieser hintere Teil hier weg, dann geht hier dieser Teil hinten weg, der ist gleich 0. Und dann bleibt nur übrig, c² ist gleich a² plus b². Und das wäre unser typischer pythagoreischer Lehrsatz. Das heißt, durch den Kosinussatz kann im allgemeinen Dreieck im Spezialfall für ein rechtwinkliges Dreieck der pythagoreische Lehrsatz hergeleitet werden. C² ist a² plus b². Genau. Und der Kosinussatz folgt, wie gesagt, immer einem einheitlichen Schema, dass eben eine Seite c² gleich a² plus b² ist, gemäß unserem pythagoreischen Lehrsatz. Und dann wird noch zweimal diese Seiten a mal b abgezogen, mal der Kosinus vom eingeschlossenen Winkel a und b. Das heißt, im Kosinussatz ist jetzt nicht mehr der gegenüberliegende Winkel wichtig, sondern der eingeschlossene Winkel von a und b, der muss hier im Kosinus auch abgezogen werden. Und das wäre in diesem Fall der Winkel Gamma. Das heißt, für diesen Satz gilt immer, zwei Seiten plus der eingeschlossene Winkel muss gegeben sein, damit ich die dritte Seite, die Seite c, hier berechnen kann.
In diesem Fall sind in unserem Beispiel hier a und b gegeben plus der Winkel Gamma und damit kann ich die Seite c berechnen. Der Kosinussatz nimmt daher zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel her, um die dritte Seite auch berechnen zu können. Anders als beim Sinussatz, wo der gegenüberliegende Winkel wichtig wird. Du kannst auch diesen Kosinussatz auf drei Arten formulieren. Denn der Kosinussatz gilt nicht nur für c² ist gleich a² plus b², sondern er gilt auch für a² ist gleich c² plus b² minus 2bc mal der Kosinus vom eingeschlossenen Winkel von b und c jetzt, das wäre Alpha. Also immer zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel können hergenommen werden, um eine dritte Seite berechnen zu können. In unserem nächsten Video werden wir uns mit einigen Berechnungen auseinandersetzen, wo der Kosinussatz auch zur Anwendung kommt. Ich freue mich darauf.